Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir wieder Dopdemi. Also, heute spielen wir nicht ganz Dopdemi, Leute. Heute schauen wir uns mal mein allererstes Dopdemi-Video an. Und das ist schon länger als ein Jahr her, Leute. Richtig, richtig krass auf jeden Fall. Heute schauen wir uns das Ganze mal an und schauen mal, wie ich mich blamiert habe, Leute. Wie ich in Dopdemi reingekommen bin und so weiter und so fort, Leute. Ich bin mal mega gespannt. Ich habe es seit einem Jahr auch nicht mehr angeguckt. Und heute schauen wir uns das gemeinsam an, reagieren gemeinsam drauf. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was meinst du dazu? War ich ein Noob, Leute? War ich damals ein Noob oder nicht? Das gucken wir uns in diesem Video hier an, Leute. Aber davor lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Oh, und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos mehr von mir zu verpassen. Außerdem benutzt doch gerne Starcode Jojo, falls du den Robux oder Roblox Premium kaufst, um mich kostenlos zu unterstützen. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, schauen wir uns das erste Roblox Adopt Me Video von mir an, was es jemals gab, nach dem Intro. Hier sind wir jetzt auf meinem Kanal und ich habe 255.000 Abonnenten inzwischen. Danke, danke, danke an jeden einzelnen von euch, der abonniert hat. So, wir können jetzt eine lange Weile runter scrollen, Leute. Ich habe sehr, sehr viele Videos gemacht in der Zwischenzeit. Aber ja, Leute, scrollen wir einfach weiter. Und zwar, Leute, das hier war vor 6 Monaten schon. Eieiei, wie die Zeit vergeht, Leute, wie die Zeit vergeht. Ja, weiter scrollen wir, Leute, weiter scrollen wir. Und hier sehen wir, hier war so richtig der Adopt-Me-Anfang, wo das dann richtig auf Adopt-Me ausgegangen ist. Hier habe ich noch andere Videos hochgeladen, Leute. Aber hier irgendwo müsste dann, hier irgendwo müsste das erste Adopt-Me-Video sein, Leute. Ich werde es gleich finden, ich werde es gleich sehen. Bin ich schon vorbei? Ne, hier, Leute, hier. Adopt-Me hat den Weltrekord gebrochen. Und ja, Leute, hier seht ihr noch ganz andere Videos. Ninja Legends, Jailbreak sehen wir hier unter anderem auch. Und hier kam dann einfach vor einem Jahr Adopt-Me, Leute. Gehen wir drauf und hier haben wir das Video. Warum auch immer das jetzt schon vorgespult ist. Und okay, Leute. Das war am 12.04.2020, schon länger als ein Jahr her. Und hier seht ihr, Leute, hier war der Beginn, die Geburt meines jetzigen Skins, Leute. Da hatte ich noch am Anfang einen anderen Skin. Das werden wir jetzt sehen, Leute. Es hat einfach 90.000 Aufrufe, 5.000 Likes, Leute. Geht noch rüber auf das Video, liked das. Dieses Video hier auch gerne, wie gesagt, Leute. Und ja, das erste Mal Adopt Me in meinem Leben. Und ja, das war vor über einem Jahr. Und ich habe hier gerade exakt 1.000 Bucks, Leute. Das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Ich bin mal mega gespannt. Und es geht 15 Minuten, Leute. Ich werde das jetzt angucken und so ein bisschen kommentieren und so weiter und so fort. Und ich bin echt mal gespannt, Leute, auf mein allererstes Adopt Me Video. Da kam gerade das Threads Pets Update raus. Und ja, Leute, let's go. Faceform. Let's go, let's go. Facepalm und echt viel Swag. Oh, meine Audioqualität. Oh, mein altes Intro, Leute. Mein altes Intro. Oh, Augenschmerzen. Hallo, Hilfe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das wird jetzt ziemlich komisch, auf mein eigenes Video zu reagieren. Aber Leute, let's go, let's go. Hi, Leute, willkommen zu einer weiteren Folge. Und heute spielen wir mal Adopt Me. Und oh je, Leute. Also, das war noch nicht so motiviert wie heutzutage. Und da sehen wir auch noch meinen alten Skin, Leute. Den benutze ich ja teilweise immer noch auf meinem Drittkanal, Jojo Blocks HP. Falls ich da Videos hochlade, habe ich immer noch dieses Skin drin, Leute. Aber da habe ich auf jeden Fall sehr motiviert geklungen. Mittlerweile ist es ja, hi Leute, und herzlich willkommen zur neuen Folge. Aber ja, man entwickelt sich halt eben. Leute. Aber ich dachte mir mal, ja, spielen wir Adopt Me, weil gerade ist was passiert. Und zwar, Leute, Adopt Me hat den Weltrekord um einiges gebrochen und... Oh, Leute, Adopt Me hat den Weltrekord da gebrochen. Und mittlerweile haben sie ihn ja nochmal getoppt und nochmal getoppt, Leute. Mit dem Vosilek und mit dem Ocean Egg haben sie es komplett eskaliert, Leute. Aber da haben sie auf jeden Fall einen Weltrekord aufgestellt. Der hat sich sehen lassen zu der Zeit, Leute. Der hat sich auf jeden Fall sehen lassen. Das neue Update rausgeholt mit dem Dress Pets Update, Leute. Und da war ein Live-Event und irgendwie so in der Art. Und Leute, Jailbreak kann einpacken. Mad City kann einpacken. Ninja Legends kann einpacken. Oh, Leute, alles kann einpacken. Alles andere kann einpacken, Leute. Alles kann einpacken. Hatte einfach 1,5 Millionen Spieler. Oh, 1,5 Millionen Spieler, Leute. 1,5 Millionen, das ist schon strong. Mit dem Ocean Egg hatten wir ja 1,8 Millionen. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann mal die 2 Millionen Spieler in Adopt Me knacken können. Das wäre natürlich richtig, richtig krass. Die Millionenmarke geknackt. Sie haben direkt fast nochmal die Millionenmarke geknackt. Also, sie hat einfach 1,5 Millionen Spieler gleichzeitig, Leute. Und das hat auch dafür gesorgt, dass einfach Roblox down gegangen ist. Also, Roblox ist einfach abgestürzt. Konnte man eine längere Zeit nicht mehr spielen. Also, so ein paar Minuten. Und ja, das ist schon krass, Leute. Und ich dachte mir mal, okay, wir sind jetzt in Adopt Me. Und in Adopt Me, das ist eher so ein kinderlicheres Spiel. Deshalb habe ich auch Kit genommen, Leute. Und falls du neu auf dem Kanal bist, kannst du doch gerne den Kanal abonnieren. Oh, Leute, mein alter Abonnieren-Knopf. Meine Glocke aktivieren. Mein alter Abonnieren-Knopf. Oh, ich weiß nicht, ob ich noch mehr Adopt Me mache. Aber ja, gerne abonnieren, Leute, falls ihr es noch nicht getan habt. Werde, aber mal schauen, Leute. Mal schauen, ob ich noch mehr Adopt Me bringen werde. Ja, wo sind wir jetzt hier angekommen, Leute? Inzwischen mache ich ja nochmal ein paar andere Videos aus Adopt Me. Das liegt aber daran, dass ich einfach nicht mehr weiß, was ich in Adopt Me hochladen soll, weil irgendwie wird alles langweilig, Leute. Immer kommt immer dasselbe. Aber ich hoffe, dass es mit dem neuen Studio auf jeden Fall besser wird. Also ich gucke auf jeden Fall vorwärts, Leute. Da tue ich mal das heute mal machen, weil das Update ist schon... Also das war 1,5 Millionen Spieler, das habe ich noch nie gesehen. Doom erstellt, ich war ja schon mal... Oh je, Leute. Drin. Oh je, meine ersten Skins. Sieht cool aus. Okay, Leute. Falls ihr euch den kaufen wollt, könnt... Ich habe das leider noch nicht. Das kriegt man erst ab 100.000 Abonnenten. Happy Face und im... das
einen Daumen nach oben da, falls es euch irgendwie gefällt. So Leute, jetzt bin ich mal gespannt. Adopt me. Wie findet ihr diesen Skin? Ich finde, der sieht schon ziemlich cool aus mit diesem super, super Happy Face. Oh ja, Leute, inzwischen, ihr kennt nur noch diesen Skin. Ihr kennt den alten, den kennt ihr gar nicht mehr, Leute. Nur noch die OGs von euch. Schreibt mir in die Kommentare, kennt ihr meinen alten Skin noch, Leute? Wart ihr zu der Zeit schon auf meinem Kanal aktiv? Aber der Skin jetzt, den trage ich immer noch, Leute. Und den werde ich auch noch eine Weile tragen. Leute, ich finde den einfach mega, mega nice. Und den werde ich auch noch für eine Weile benutzen. Das super, super Happy Face kostet ziemlich viele Robux eigentlich. Ich habe das aber tatsächlich. Aber Leute, Charakter, also das nie so wirklich in Adopt Me drin. Ich habe ein bisschen gespielt, ein bisschen. Ich habe mir das Eckhand-Eck geholt und das war's dann eigentlich auch schon wieder. Und wir wurden hier direkt an der Party eingeladen. Oh, das ist hier direkt an der Party eingeladen. Mein Haus sollte, mein Haus auch richtig krass und ich habe exakt 1000 Bucks. Die Häuser sind auf jeden Fall ziemlich klein, aber von innen sind sie ziemlich cool. Wie man das Haus upgradet, weiß ich tatsächlich nicht, Leute. Aber drücken wir jetzt erstmal hier auf diesen neuen Button. Dress Pets. You can now dress your pets. Teleport to the Head Shop. Okay, Leute, oh, Leute, alles war neu. Ich wusste gar nichts. Ich wusste gar nichts, Leute. Ich wusste nicht, wie irgendwas funktioniert. Aber naja, ist ja normal, wenn man das erste Mal in ein Spiel reinkommt. Aber ja, hier ist der Dress Pet Shop. Wir sind jetzt hier drin, Leute. Das ist der Head Shop. Interessant. Sieht mir eher so aus wie eine Insel. Und nicht wie ein Head Shop. Aber okay, Leute. Hier gibt es jetzt Brillen und so. Ja, das ist schon ziemlich cool. Leute, wenn ihr übrigens mal wollt, dass ich auf eins meiner allerersten Videos, die ich jemals auf YouTube hochgeladen habe, reagiere, dann liked doch auf jeden Fall mal das Video, Leute. Wenn dieses Video hier irgendwie 7000 Likes erreicht, werde ich das mal machen, Leute. Es wird ultra, ultra peinlich, aber wenn das irgendwie 7000 Likes erreicht, Leute, dann werde ich das mal machen. Ich werde auf mein erstes YouTube-Video reagieren, wo ich rede und oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 das wollt ihr nicht sehen, Leute, das wollt ihr nicht sehen. Aber 1,5 Millionen Spieler, Leute. Wer von euch spielt auch Adopt Me? Stimmt mal jetzt hier oben rechts bei mir ab, Leute. Ja, die Abstimmung kann man leider nicht mehr machen, Leute. Das hat YouTube irgendwie entfernt. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie hat es entfernt, Leute. Irgendwie hat YouTube die Abstimmungsfunktion entfernt. Ich verstehe bis heute nicht warum, aber ja. Falls ihr es tut, falls ihr es nicht tut, drückt auf Nein. Und falls ihr es mal MyTroll spielt, weil ich habe nur 1000 Geld. Ich weiß nicht, ob das viel ist, Leute. Okay, das ist sogar recht viel, tatsächlich. 1000 Geld sind ungefähr 500 Robux. Also man könnte sich jetzt zum Beispiel für 650 1400 kaufen. Leute, dann laufen wir da nochmal hin. Ich will das jetzt sehen, Leute. Ich will gucken, ob man sich da knacken. Mache ich das vielleicht mal. Mal schauen, ob sich das wirklich für mich lohnt, diese 250 Robux dann. Oh ja, Leute, nur 250 Robux für Adopt Me ausgeben. Das wäre ein Traum. Wie viel gebe ich heutzutage aus, Leute? Hunderte von Tausenden habe ich schon ausgegeben. Oh mein Gott, das ist echt krass. Ich weiß nicht, wie schnell man hier Geld verdienen kann oder sowas. Ich weiß nur, dass ich gerade 1000 Geld habe. Ja, inzwischen weiß ich's. Und dass ich mir damit jetzt mal umgucken werde. Hier sehen wir auf jeden Fall Autos. Kann man hier irgendwie Shop? Okay, das ist hier der Ding-Shop, der Robux-Shop. Und wo kann man jetzt hier Friends? Nein, okay, Friends kann ich, also sind gerade niemand online. Hier ist Santa, Leute, reden wir mal mit Santa. Einfach Santa, der hatte damals schon kein T-Shirt an, Leute. Der hatte selbst vor einem Jahr kein T-Shirt an. Ich weiß auch nicht, ob der jemals eins bekommen wird, Leute. Ich bezweifle es. Das Spiel gibt es sogar auf Deutsch, ich habe es aber auf Englisch eingestellt, Leute. Activities. Leute, hier habe ich die Tänze entdeckt. Okay. Hier habe ich einfach die Tänze entdeckt. Oh mein Gott. Backflip kann man auch machen. Der Backflip, Leute. Okay. Der Backflip. Man kennt ihn. Confused. Confused, Leute. Verwirrt. Oh Mann, oh Mann. Was geht hier? Yes. Ja, ja. Natürlich. Faceform. Bam. Bam, Leute. Bam, der Faceform. Einfach. Man kennt die Leute. Okay, man kann sich auch. Oh, und dann sitzen. Wir brauchen Schlaf. Wir müssen nach Hause. Wir müssen nach Hause und schlafen gehen. Wir wollen campen gehen. Oder sowas und können uns dann teleportieren. Nein, aber uns wird angezeigt, wo unser Haus ist, Leute. Okay, dann müssen wir anscheinend da hinten hinlaufen. Leute, stellt euch mal vor, ihr benutzt noch diese Pfeile da in Adopt Me. Also, wer benutzt die von euch? Also, ich glaube niemand, außer man ist halt neu, so wie ich da halt damals war. Sich dann die Häuser, nehme ich an. So, Leute, hier hinten ist unser Haus, da gehen wir mal hin, weil Stop GPS. Okay, das ist der GPS, aber nein, das ist eigentlich ganz praktisch so. Aber jetzt brauche ich also. Ganz praktisch, ich meine. Ja, 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 nein. Also, am Anfang schon, aber mittlerweile nicht mehr. Wir haben Durst, wir wollen campen gehen. Wir brauchen Schlaf und wir sind hungrig. Das heißt, wir haben eigentlich quasi alles, was ein Mensch braucht. Und das ist nicht so. Ich weiß nicht, ob ich Essen hier habe. Auf jeden Fall gehen wir erstmal an der Stelle duschen, Leute. Gehen wir hier mal hier rein. Und ja, das solltet ihr am besten nicht sehen. Ja, okay, man sieht nichts, Leute. Dirty. Draußen fährt ein Auto rum. Okay. Okay. Ah, Leute, immer diese Autos. Mittlerweile lebe ich ja im Keller. Okay, so kriegt man anscheinend Geld, Leute. Haben wir hier Wasser drin zufälligerweise? Oder was ist das? Ah, das ist eine Lampe. Ne, mit einer Lampe werden wir nicht satt. Aber wir können uns mal schlafen legen, Leute. Damit werden wir nämlich satt. Achso, okay. Da versuche ich mich ins Elternbett zu legen, Leute. Ich muss aber ins Babybett, weil ich bin ein Baby. Hier drin. Ist ja nicht schlimm. Also ich habe sogar ein. Das hat sich gereimt, okay. Pad. Ich habe ja dieses Pad hier geholt. Beim Event, beim Eckhand-Event. Was haben wir hier drin? Haben wir. Ah, Leute, da ist unser Eck und da ist das. Oh, Leute, da habe ich das Chick bekommen. Und ich hatte nicht mal mein Starter-Eck geöffnet. Und da hatte ich schon das Chick, Alter. Richtig, richtig krass eigentlich. Eigentlich richtig krass. Das Chick ist ja voll selten mittlerweile. Starter-Eck. Das können wir mal hier zu uns spawnen, Leute. Das Starter-Eck. Headwear, okay, das können wir jetzt. Oh mein Gott, Leute, ich schäme mich so, ich schäme mich heutzutage so für diese Folge. Oder können wir das? Ich weiß es nicht, Leute. Wir haben auf jeden Fall jetzt ausgeschlafen. Erkämpfen wir unser Pet. Hier ist unser Pet, Leute. Können wir das jetzt hier anziehen? Zack. Können wir das jetzt irgendwie auf unser Pet? Oh, mein Schick. Tatsächlich, mein Schick, tut mir leid. Oh nein. Einfach unser Pet-Style. Und ich habe damals immer da unten auf diesen Knopf drauf gedrückt. Man kann ja eigentlich irgendwo auf dem Bildschirm drauf drücken. Ich habe da immer unten drauf gedrückt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Leute. Oh Gott.
Bitte. Oh, richtig krasses Chicken, Leute. Ja, das krasseste Chicken hier. Eine Cappy, so eine Glocke und noch eine Krawatte. Oh Gott. Nices Chicken. Aber Leute, packen wir erstmal das Starter-Egg aus und vielleicht können wir es ja hatchen, Leute. Wir haben jetzt sogar hier so ein Ding. Da wir aber selber. Achso, das. Dann duschen wir den Kollegen mal. So, Leute, der ist jetzt geduscht und. Oh, was war das gerade für ein Timelapse, Leute? Leute, oh jetzt Mann. Gehen wir nochmal hier schlafen. Starter-Egg, bam, hier rein. Der muss doch gar nicht schlafen. Jojo, was machst du denn da? Müssen wir irgendwie Essen besorgen. Der muss doch gar nicht schlafen. Leute, gibt's hier irgendwo. Wo gibt's Essen, Leute? Wo gibt's Essen? Ich gehe mal stark davon aus, Leute. Wo ist denn der Blake und. Wow, und checken dieser GPS. Eigentlich können wir hier spielen, oder nicht? Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber wo ist unser Egg, Leute? Wo ist unser Egg? Ariana, Leute. Ariana Grande. Und sie spielt ein bisschen mit uns. Einfach ein Superstar getroffen. Ich weiß auch nicht, wohin der GPS zeigt, Leute. Wohin zeigt der denn? Level geht wieder hoch. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Diese will anscheinend hier mit uns fahren. Okay, Leute. Unser Borrowed Level ist gleich wieder auf 100%. Ich weiß nicht, ob das. Okay, es ist anscheinend gut, Leute. Dann ist das jetzt ja weg. Und das brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber, Leute, wir brauchen Durst und Trinken. Und sie sagen, wir müssen nach Hause gehen, Leute. Aber zu Hause haben wir. Oh Mann, was war ich für ein Idiot? Ja, Leute. Gehen wir mal hier in die City rein und schauen mal, ob. Doktor ist auf der rechten Seite, die Hospital. So, Leute, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Was mache ich jetzt, um gesund zu werden? Was tue ich jetzt? Das ist für neue. Ich rede nicht mit dem Doktor. Okay, interessant auf jeden Fall. Hol ich mir jetzt einen goldenen Apfel, Leute? Nach links laufen. Hol ich mir einen goldenen Apfel? Ob wir hier irgendwie zurechtfinden können. Aha. Vielleicht einfach heilen. Ja. Wir haben hier einen Apfel gefunden, Leute. Oh, ich esse ihn, Leute. Ich hab's geschafft. Ich hab mich geheilt. Hat niemand gesehen, Leute. Wir sind wieder geheilt. Nehmen uns einfach noch einen Apfel mit, Leute. Ich habe keinen goldenen Apfel. Nein, habe ich nicht. Okay. Oh Mann. Nice, Leute. Hungry, Leute, wir sind hungry. Dann essen wir halt noch einen goldenen Apfel. Ja, das bringt leider nichts, Jojo. Der hilft nur gegen Heilung, aber uns. Okay, hier, Leute, kann man Kinder adoptieren, denke ich. Ja. Und kann man hier auch rein? Das ist die Schule. Das sieht zumindest nach der Schule aus. Schauen wir mal, Leute, hier in der Schule. Nein, Leute, gerade sind. Corona, da steht aber Nö an der Tafel. Und ja, dann essen wir einfach hier diesen Apfel, Leute. So, easy, stellt man. Oh, es regt mich immer noch so auf, dass ich da unten immer drauf drücke, um zu essen. Oh mein Gott. Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Hier ist der Lehrer. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt keinen Hunger mehr, Leute. Aber wir bräuchten jetzt noch was zu trinken. Was zu trinken wäre ziemlich episch. Aber hier sieht es nicht so aus, als ob hier irgendwas zu trinken ist. Hier nein, ist da gibt es auch nichts zu trinken. Essen, Leute. Ich habe auf jeden Fall noch anhatchen. Davor schauen wir was. Oh. Da haben wir die Limonade getrunken. Kaufen Sie noch eine. Leute, Limonade gekauft einfach. Bringen Sie zu unserem Pet. Oh mein Gott. Wenn unser Pet hat sehr wahrscheinlich auch. Bringen Sie es zu unserem Pet, Leute. Das Pet ist schon längst weg. Das müssen wir eigentlich nochmal neu equippen. Tatsächlich, Leute. Und die Äpfel auch. Wir können uns quasi dann so ein endlich Äpfel klären oder sowas. Wir fangen an zu stinken, Leute. Hier kriegen wir so eine leichte Aura. Seht ihr die? Nein. Es ist einfach nur der Schatten auf dem Boden. Es ist einfach nur der Schatten. Es ist einfach nur der Schatten. Wir müssen auf jeden Fall duschen gehen. Dafür gehen wir jetzt aber erstmal zu unserem Haus. Falls es eine geben wird, mal schauen, wie das hier bei. Jo. Dann würde ich sagen, was mit der Folge, Leute? Ich hoffe, der Skin hat euch gefallen. Wie gesagt, Leute, join mein Roblox. Oh je, Leute. Also, das war ich. Witzig, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt. Hab ich Ciao, Leute, gesagt? Das Pet macht. Hab ich Ciao, Leute, gesagt, Leute? Das ist jetzt die letzte Frage. Ich will nochmal hier unseren coolen Chicken sehen. Ja, Leute, das Auto kommt. Das Auto kommt. Leute, der hat echt viel Swag. Okay, und dann würde ich sagen, ciao, Leute. Oh, das war ja richtig motiviert von mir, Leute. Das war ciao, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dem Video, Leute. Falls es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos mehr von mir zu verpassen. Wie gesagt, Leute, falls ihr mal wollt, dass ich auch mein erstes Video reagiere, 7000 Likes sind, dann mache ich das mal. Und ja, falls ihr mir so schön zu bieten ist, benutzt doch gerne beim Kauf von Robux oder Roblox Premium mein Starcode Jojo. Schaut doch gerne mal in die Videobeschreibung vorbei. Dort findest du mein Real-Life-Merch, mein Roblox-Merch und auch den Link zu meinem Discord-Server. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, haut hier rein und ciao. Richtig motiviert, Leute! Yeah.